Das Leben schützt sich also vor sich selbst im Alltagsmodus des gar nicht mehr Bemerkens, nicht mehr zu bemerken, nicht mehr zu existieren und im Aktionsmodus des zu ergreifenden Kairos schützt das Leben sich, indem es dem Wiederholungszwang des Tödlichen mit den drei Bedeutungsstufen der Beschleunigung, der alle Energie auf einen Punkt fokussierenden und ebenfalls dem Erlösenden, indem es die Gegenpendelbewegung des jubilatorischen Ja-Existierens, zum Beispiel in den jubilatorischen Willen Himmelswiederauffahrten nach den Höllenritten, dem kleinen Tod und der Wiederauferstehung, und im ersten Modus, im nächtlichen Reorganisationserholungsschlaf, braucht es weder der Vorstellung von Existieren noch von Empfinden, denn dieser Modus hat sein eigenes, so selbstverständliches Funktionieren, das keines Reflexionsbewusstseins auf sich selber benötigt. Und das identifizieren dann diese Halunken, diese Selbstillusionierer ostasiatischer Religionen als ein anderes Selbst, als ein universales So-Selbst, lange noch vor dem Nicht-Ich, dem Anatta, das sie als die falsche Authentizität identifizieren. Wobei das natürlich Unsinn ist, weil das So-Selbst gar keine Authentizität und keine Identifikation seiner selbst hat, sondern kein signifikanten Wissen, kein Bewusstsein ist, sondern nur korpuskulanten Funktionieren.